Maxwell Jamfi nach dem 5:0-Testspielsieg hier in Ankum. Maxwell, ja, wie war's? Du warst in den zweiten 45 Minuten Kapitän dieser Mannschaft. Ja, wie war's auf dem Feld? Wie hast du das Spiel gesehen? Es war anstrengend. Wir haben ja diesmal 60 Minuten gespielt. Trotzdem eine gute Leistung von allen, auch von der ersten Elf in der ersten Halbzeit. Und ja, zu Null ist immer gut. Heute war ja Thema Umschaltspiel. Wie fandest du, habt ihr es auf dem Platz umgesetzt? Wir sind schwer reingekommen in der ersten Hälfte und dann in der zweiten Hälfte wurde es auch besser. Also mit zunehmender Zeit wurde es immer besser. Und ich denke, wir hatten eine gute Umschaltsituation, hätten vielleicht ein, zwei Mal das besser ausspielen können. Aber ich denke, wir haben die Anforderungen vom Trainer ganz gut erfüllt heute. Du bist ja als Kapitän in den zweiten 60 Minuten aufs Feld gelaufen. Wie war das für dich? Was bedeutet dir das auf dem Platz? Natürlich auch Wertschätzung. Ich will auch Verantwortung übernehmen. Das war nicht das erste Mal, jetzt ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ja, macht Spaß, ne? Super. Lass uns mal eben aufs Trainingslager gucken. Ihr wart jetzt 5 Tage hier in Ankum. Habt unter teilweise sehr heißen Bedingungen auch trainieren müssen. Ja, was für ein Resümee ziehst du aus dem Trainingslager ja auch im Hinblick auf die Bedingungen? Ich denke, wir haben gut gearbeitet. Die ersten 2 Tage waren sehr intensiv. Und abschließend jetzt mit dem Sieg war es ein gelungenes Trainingslager. Und ja. Wie wächst ihr als Mannschaft zusammen, auch mit den Neuzugängen? Was hast du da für ein Gefühl? Ja, am Anfang waren alle ein bisschen schüchtern. Ne? Man muss sich erstmal in der Gruppe einfinden. Aber wir hatten ein paar Teambuilding-Maßnahmen, waren zusammen golfen. Da hat man sich ganz gut kennengelernt. Gerade die es nicht so gut können, gab es die zu lachen. Und ja, die Mannschaft findet sich und das ist gut. Dann wünschen wir euch jetzt erstmal ein paar freie Tage und dann nächste Woche wieder Vollgas. Ne? Dankeschön.